Die Wertung für den Pasadoble. 5 und 6, da hat es keine Änderungen gegeben. Wir sind bereits beim letzten Tanz dieses Finales und das ist der Jive. Der Tanz, der vielleicht am wenigsten südamerikanisch einzuordnen ist. Und er stammt auch tatsächlich aus Nordamerika. Ist so ein bisschen eine Mischung aus Boogie Woogie und anderen Gesellschaftstänzen. Temperament, Freude kommt hier zum Ausdruck. Und für die Paare, die es jetzt bereits zum 4. Mal an einem Tag am Parkett rüberbringen müssen. Diese Lebensfreude und diesen Schwung, ja, für die wird es wohl ein kleines Aufatmen geben, wenn dieses Finale, wenn dieser letzte Finaltanz vorbei ist. Wenngleich, liebe Zuseher, Sie wissen es ja wahrscheinlich, danach noch die große Kür kommt. Die sogenannte Segway wird ja nicht in die Wertung mit einbezogen, aber ist beim Publikum äußerst beliebt, denn da können dann die Paare ein bisschen ihrer Choreografie freien Lauf lassen. Nun ihre Segway, ihren Schautanz zeigen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ausdrucksformen. Es soll der Charakter des lateinamerikanischen Tanzes in irgendeiner Form natürlich erkannt werden, nur wie man da jetzt versucht, zum Teil durch eine Verkleidung, zum Teil durch völlig andere Formen vom Ausdruckstanz bis zu einem lustigen Tanz, da sich dem Publikum zu präsentieren, das bleibt ganz alleine den Paaren überlassen. Gestartet wird in der umgekehrten Reihenfolge des Ergebnisses, das heißt, jenes Paar, das wir in der Wertung auf Platz 6 finden, macht hier den Anfang. Und jetzt haben wir die lateinamerikanischen Klänge, jetzt haben wir sie beide, Sergei Dimke und Katharina Timofejeva mit ihrer Kür. Sie sehen also, sehr unterschiedlich kann da eine Tanzform nun ausinterpretiert werden. Rumba-Klänge, die wir nun hören. Sehr viele Profipaare starten ja nicht nur bei World Masters Turnieren, sondern auch bei großen Schauwettkämpfen und natürlich gibt es auch eine Weltmeisterschaft in den Kürtänzen sozusagen. Und da kann man eben dann seine Kür präsentieren. Sergei Dimke und Katharina Timofejeva
Sie haben auch schauspielerisches Talent. Etwas, das ja wohl jedes Paar in einer gewissen Form mitbringen muss, wenn es hier aufs Parkett kommt. Denn wer sich beim Tanzsport präsentiert, der will einfach zeigen, was er kann. Und da gehört eben auch ein bisschen sich präsentieren dazu. Auf Platz 5 in der Reihe und nun am Parkett aus der Schweiz, Jan Clement und Laura Stefanie Hafner. Sie beginnen mit einem langsamen Part, einem Rumba. Für die Paare ist diese Segway immer ein bisschen wie eine Erlösung. Man kann endlich Tanzsport zeigen, ohne Angst haben zu müssen, dass jetzt ein strenger Wertungsrichter irgendwo ein Stricherl macht und einen Abzug für irgendeinen kleinen Fehltritt rechnet. Da wird gar nichts mehr abgezogen, da wird einfach nur zugeschaut und man kann sich den schönen Bewegungen der Musik hingeben. Und sehr oft sieht man natürlich Formen, die man im Wettkampf nie sehen würde. Ja, man muss auch sagen, die im Wettkampf gar nicht erlaubt wären. Eine ungewöhnliche Art, einen Tanz zu beginnen. Die Dame wird hier hereingetragen. Deljan Tersiev trägt seine Borjana Delceva. Vierte sind sie demnach im Wettkampf. Und vielleicht können Sie bei diesem Paar am ehesten sehen, wie unterschiedlich Tanzen interpretiert werden kann. Yeah.
sehr ungewöhnliche Vorführung von Delian Tersiev und Borjana Deltscheva. Es ist auch nicht vorgeschrieben, wie lange ein Schautanz dauern muss. Man kann einen kurzen Tanz wählen, man kann eine längere Sequenz wählen, man kann aneinanderreihen. Meistens ist es so, dass jene Paare, die bei einer Kürweltmeisterschaft an den Start gehen, dann natürlich jene Kür zeigen, mit der sie dort antreten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für alle Paare irgendwie auch ein bisschen eine freudvolle Abwechslung im Training ist, sich auf eine Kür vorzubereiten. Denn da sind diese genormten Schritte, die man ja im Wettkampf machen muss, endlich einmal weg. Da kann man seiner Kreativität, seiner Interpretation der Musik freien Lauf lassen. Und ein bisschen eben auch das vorhin angesprochene Theatralische ein bisschen einfließen lassen. Wir sind bereits beim dritten Platz und das ist Anton Efremov und das heißt, dass es Julia Polei und ihr Partner geschafft haben, beim Heimturnier in Innsbruck die Gunst der Stunde zu nutzen. Angefeuert vom heimischen Publikum haben sie es auf das Podest geschafft. Die beiden haben ein Liebeslied gewählt, ein Rumba. Julia Polei und Anton Efremov, Österreich also, auf Platz 3. Und mit dieser Kür haben André Buschig und Valeria Buscheva im Vorjahr Silber bei der Kürweltmeisterschaft in Moskau belegt. Eine extravagante Darbietung. Schon in den Vorjahren haben die beiden immer das Publikum mit sehr außergewöhnlichen Einfällen überrascht. Und ich glaube, auch heuer, da haben sie sich eben wirklich was ganz Besonderes einfallen lassen.
braucht man schon sehr viel Körperbeherrschung, um so exakt die Taktschläge hier rüberzubringen. Jeder Schritt ist hier wirklich in Perfektion ausgeführt. Die Dame hat äußerst schnelle Beine. Das heißt wirklich, dass hier ein sehr hohes Niveau bei dieser Kür zu sehen ist. Viel Begeisterung beim Publikum für André Buschig und Valeria Buscheva. Und auch dieser Dame, muss man sagen, sie hat nicht nur sehr lange Beine, sondern auch ihre Beine, die bewegen sich sehr, sehr schnell. Elena Kvorova und ihr Partner Slavik Kriklivi. Es ist wahrscheinlich auch für die Tanzsport-Profis unter Ihnen nicht ganz einfach manchmal zu erkennen, ja, welcher Grundschritt der wird denn hier gemacht, aber es sind immer lateinamerikanische Tänze, die die beiden da jetzt aufs Parkett zaubern. Jeder Tanz erzählt ein bisschen eine kleine Geschichte. Jede Dame will gebeten werden. Im Wettkampf ist so ein Cha-Cha-Cha natürlich nicht möglich, aber in der Kür, da ist das wirklich eine tolle Darbietung. Sie haben das verdiente Siegerpaar gesehen aus Russland, Slavik Kriklivi und Elena Kvorova. Wir sind bei der Siegerehrung und auf Platz 3, da finden wir Julia Polay mit ihrem Partner Anton Efromov. Das harte Training der letzten Monate hat sich ausgezahlt. Platz 3 ist es geworden. Auf dem 4. Platz, da finden wir Delian Tersiev und Boriana Delceva. Platz 5 für Jan Kliment und Laura Stefanie Hafner, das Schweizer Paar. Und auf dem 6. Platz finden wir Sergej Dimke und Katharina Timofejeva aus Deutschland. Hier freuen sich Österreichs Julia Polay und ihr Partner. Und den Platz am Stockerl ganz oben, ja, den teilen sich, möchte ich fast sagen. Ja, der geht an zwei russische Paare. Platz 2 für André Buschig und Valeria Buscheva.
Und der Sieg, der bleibt dann natürlich, möchte ich fast sagen, für Elena Kvorova und Slavik Riklivi. Alle Tänze haben sie gewonnen. Und das ist schon auch bei diesen Wettkämpfen nicht jeden Tag der Fall, dass ein Paar wirklich einstimmig jeden Tanz gewinnt. Sieger beim World Masters in Innsbruck, Slavik Riklivi und Elena Kvorova. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Und hier nochmals zusammengefasst das Endergebnis: Sieg beim World Masters in Innsbruck aus Russland, Slavik Riklivi und Elena Kvorova. Und mit der russischen Hymne geht dieses World Masters zu Ende. Es ist zu erwarten, zu hoffen, dass es auch ein World Masters 2007 gibt. Alle Paare haben wieder einmal Werbung für den Tanzsport gemacht.